Die Mathearbeit war ganz schön schwer. Ich habe gar nicht alle Aufgaben geschafft. Mir ging's auch so. Am schwierigsten fand ich die Nummer 5. Hoffentlich wird die nächste Stunde entspannter. Du, Leon, was ich dir sagen wollte. Ich finde dich sehr nett und würde mich gern am Nachmittag mit dir treffen. Ja, sehr gerne. Du, Mom. Ja? In meiner Klasse ist ein sehr netter Junge. Darf ich ihn am Wochenende zu uns einladen? Wie heißt er denn? Auf gar keinen Fall. Diese frechen Jungs kommen nicht ins Haus rein. Vielleicht sind sie doch gar nicht so... Nein heißt nein und damit ist basta. Ihr kennt ihn nicht mal. Geh sofort in dein Zimmer. Warum bist du eigentlich immer so streng zu ihr? Hey ihr beiden, habt ihr schon gehört? Vanessa ist in Leon verknallt. Das glaube ich nicht. Ich habe ein Audio gemacht, hört es euch an. Du, Leon, was ich dir sagen wollte, ich finde dich sehr nett und würde mich am Nachmittag gerne mit dir treffen. Ja, sehr gerne. Krass. Und, glaubt ihr mir jetzt? Ja, auf jeden Fall. Ich gehe es gleich Charlotte erzählen. Mach das. Hey Charlotte, weißt du schon das Neueste? Nee, schieß mal los. Vanessa und Leon sind ineinander verknallt und sie haben sich heute auf dem Schulhof geküsst. Was? Das ist ja mal nice. Das muss ich sofort meinen Freundinnen erzählen. Okay, mach das. Hey, wisst ihr schon das Neueste? Was Vanessa denn? Und Leon haben ein Date. Wirklich? Ja. Die zwei? Komm, wir gehen zu Vanessa und fragen, ob das stimmt. Stimmt das, dass du und Leon ein Date habt? Woher wisst ihr das? Ich habe euch bei der belauscht und auf Audio aufgenommen. Natürlich habe ich es allen rum erzählt. Die ganze Klasse erzählte schon rum. Oh nein! Was soll ich nun machen? Alle wissen, dass ich Leon nett finde und mich mit ihm verabreden wollte. Sicher werden alle lachen, wenn ich in den Klassenraum komme. Überpünktlich. Ist sie vielleicht krank? Ja, kann sein. Aber ich glaube, ich habe sie auf dem Weg zur Schule gesehen. Vielleicht ist es auch wegen der Aufnahme von gestern. Wir haben gestern in der ganzen Schule davon erzählt. Ich mache mir ziemlich Sorgen. Wir waren etwas hart zu ihr. Wir sollten sie so sehr streng euch. Wenn ihr alle so durcheinander redet, verstehe ich kein Wort. Erklär mir du mal, was passiert ist. Ist Vanessa vielleicht krank? Oder haben die Eltern angerufen? Die Eltern haben nicht angerufen. Vielleicht ist es auch wegen gestern. Was war denn gestern? Naja, ich habe Leon und Vanessa belauscht und habe es aufgenommen und der ganzen Klasse erzählt. Oh. Dürfen wir vielleicht Vanessa suchen? Ja, aber er macht schnell, bevor die Stunde beginnt. Okay. Okay. Vanessa, was machst du hier? Warum bist du nicht in der Schule? Ich habe Angst, dass du mich weiter auslacht. Das würden wir doch niemals tun. Es tut uns leid. Es tut uns so leid. Bitte verzeih uns. Wir hätten sowas nicht weiter erzählen dürfen. Nein, ich hätte es echt nicht filmen sollen. Wir werden sowas auch nie wieder machen. Sind wir wieder Freunde? Komm erstmal runter. Vanessa, warte doch mal. Ich wollte fragen, ob wir zusammen nach Hause gehen wollen. Ja, gerne. Cool. Warum bist du eigentlich so streng? Lass doch Vanessa ihren Freund mitbringen. Nein, das kommt nicht in Frage. Die Jungs von heute haben nur Dummheiten im Kopf. Du kennst sie nicht einmal. Und außerdem ist es besser, wenn sie sich hier treffen, anstatt heimlich draußen. Ich weiß nicht. Oh ja, bitte, Papa. Bitte, bitte, bitte. Na gut, wenn es sein muss. Am Samstag darf er zu uns kommen. Juhu, du bist der Beste.